Mein Name ist Dr. Ralf Tölk, ich bin Chefarzt des Zentrums für Herz-, Gefäß- und Diabetesmedizin an der Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe. Mein Team und ich behandeln dort alle Herzerkrankungen und sind dabei spezialisiert auf die kathetergestützte interventionelle Therapie der koronaren Herzerkrankung, also der Behandlung von Gefäßverengungen an den Herzkranzgefäßen, das aber auch bei komplexen Eingriffen, bei Risikopatienten oder auch im Herzinfarkt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zusätzlich behandeln wir auch Patienten mit Herzinsuffizienz oder Patienten mit Herzrhythmusstörungen, wobei wir auch kardiale Devices implantieren, zum Beispiel Herzschrittmacher, Defibrillatoren und kardiale Synchronisationsgeräte. Wir behandeln auch das Feld der Gefäßmedizin, also Stenosen an anderen Gefäßen außerhalb des Herzens, zum Beispiel Engstellen der Beingefäße, aber auch der Halsschlagader oder Armgefäße. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen für Gefäßerkrankungen, beispielsweise des Diabetes. So bieten wir eine Diabetologie und eine Hypertensiologie an, aber auch das gesamte internistische Spektrum der Gastroenterologie inklusive der entsprechenden Endoskopieverfahren. Sollten Sie spezielle Fragen zu Ihrer Erkrankung haben, können Sie uns gerne kontaktieren.